Die Volksschule Pleissing in der Gemeinde Hardegg nahm als einzige österreichische Schule an dem Projekt Magische Farben der Erde teil. Dieser Wettbewerb wird von der südmährischen Region ausgeschrieben, um regionales Empfinden und Bewusstsein der jüngeren Generation über die Geschichte und Natur zu fördern. Wunderbare Bilder des Malwettbewerbs Magische Farben der Erde hier an unserer Schule ausstellen. Wie gesagt, zum dritten Mal haben wir diese Ausstellung bei uns hier, worüber wir uns beim ersten Mal schon sehr, sehr gefreut haben. Und beim zweiten Mal ist uns die Idee gekommen, ob wir da nicht selber mitmachen könnten. Denn schon vor 7 Jahren haben wir ja ein Erdfarbenbild gemalt, das hier oben hängt, dieses Triptychon. Und das hat damals den 15. Preis gemacht, das war ein niederösterreichischer Wettbewerb, ich glaube mit über 600 Schulen. Wie dann die Anfrage gekommen ist, wo wir denn in Österreich einen Erdfarbenwettbewerb präsentieren könnten, ist mir eingefallen, hier in der Schule ist es die beste Möglichkeit. Und so ist dann diese Ausstellung zum ersten Mal zu uns gekommen und ich habe Michaela kennengelernt und die Leute von dort und das war wirklich sehr nett. Und beim zweiten Mal habe ich dann nachgefragt, ob wir nicht teilnehmen könnten. Und sie hat sofort gesagt, ja, wieso nicht? Der Anmeldeschluss war schon knapp vorbei, wir durften uns trotzdem noch anmelden. Haben dann 3 Workshops gemacht. Wir haben mit den Kindern besprochen, zu welchen Themen sie malen wollen. Es ist etwas vorgegeben gewesen für die Altersklasse, nämlich in dem Fall der Boden und die Heimat. Und es sind dann wirklich wunderschöne Bilder herausgekommen und es ist dann eine engere Auswahl getroffen worden. 3 wurden in Tschechien noch einmal in eine engere Auswahl gebracht und die Burg Hardegg, also dieses, das Sie da rechts von mir sehen, hat den 3. Preis in der Klasse 6 bis 10, 11-Jährige, glaube ich, gewonnen. Cílem projektu bylo zaujmout děti nejen pro umělecké a vytvarné tvoření. Das Ziel des Projektes war, Kinder anzuziehen, nicht nur zu der Kunstarbeit und künstlerische Schaffen, sondern auch zum Studium der alten Geschichte, vor allem des Großmeerens. Im Südmeeren und Niederösterreich funktioniert die Erde als der gemeinsame Träger der Geschichte, kann man sagen. Die Beschäftigung mit der Erdfarben lehrt dann die Kinder und Jugend verantwortliche Verhältnis zur Erde, die große Bedeutung in vielen Aspekten des Lebens hat. An dem Wettbewerb haben sich 320 Kinder unter der Leitung von 60 Pädagogen teil. Es hat mich sehr gefreut, als ich die Einladung von Frau Rosa Maria Gregor Bednarik bekommen habe. Erstens, vielleicht war meine Mutter im Thayertal, in Podili, in dem damals tschechoslowakischen Teil des Thayertals aufgewachsen ist. Aber auch natürlich aus den professionellen Gründen, weil offenbar die tschechische Botschaft unterstützt jede Art von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, egal ob es Schulen sind oder Firmen oder einfach also grenzüberschreitende Zusammenarbeit, also das Zusammenwachsen, Zusammenbinden der beiden Nationen, Länder, Regionen. Wenn man Kindern irgendwie die Werkzeuge in die Hand gibt, hier magische Farben der Erde, also natürliche Gegenstände von der Erdfarbe bis hin zu Pflanzen, Federn, was wir sonst noch alles sehen, Früchten, Stöckchen, alles Mögliche drum und dran, dann können sie was ganz Wunderbares erschaffen. Man muss sie einfach nur lassen und dann faszinieren sie uns. Wir versuchen ja, wie gesagt, mit unserer kleinen Schule, mit 2 Klassen und jetzt auch mit dem Kindergarten daneben so eine Campus-Idee zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite, und darum passt auch diese Ausstellung mit den Erdfarben sehr gut zu uns, sind wir natürlich Nationalparkgemeinde, Nationalparkschule. Und auch hier kann man das, glaube ich, sehr gut ausdrücken mit diesem Gedanken aus der Erde heraus, vom Boden die Farben zu entnehmen und viele andere Materialien aus der Natur in die Bilder einzubauen. Musik
Thank you.